So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir rübergehen, erstmal ein Dankeschön an den lieben Maxi für den Euro gestern. Support ist kein Mord. Du hast es zu Herzen genommen. In dem Sinne erstmal danke dafür. So, wir gehen direkt rein in den Shop, denn heute gibt es da so einiges zu sehen. So, was haben wir? Wir fangen mal direkt ganz links an. Das Frostlegenden-Paket ist nämlich wieder da. Mit insgesamt halt drei Skins und drei Rücken-Accessoires. Das Ganze können wir uns natürlich gerade schnell angucken. Einmal der eisige Raven, einmal die eisige rote Ritterin. Jetzt ist sie natürlich nicht mehr so rot. Dann haben wir eisiger Liebesranger. Dann das Rücken-Accessoire vom Raven. Dann das Schild von der Ritterin. Und die Flügel vom Liebesranger. Also wie gesagt, das Ganze kostet halt 25 Euro. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, es sind halt drei legendäre Skins. Also es lohnt sich eigentlich auf jeden Fall. Ich wollte es mir eigentlich gestern Abend kaufen, aber da ging es irgendwie nicht. Mal gucken, ob es nachher funktioniert. So, aber ich würde sagen, für 25 Euro drei legendäre Skins. Gut, die sind natürlich in der Schneeoptik. Also da muss natürlich, beziehungsweise Frostoptik, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er da zugreift oder nicht. Aber ihr wisst ja, wenn ihr zugreift, dann denkt bitte an meinen Creator-Code YT-FamilyHack. Gruß geht dann nochmal raus an alle, die ihn schon eingetragen haben und ihn auch benutzen. So, hier schnell auf Annehmen. Und dann machen wir direkt weiter, denn das Frostpaket hat noch was dabei. Das kostet aber dann nochmal extra 1000 V-Bucks. Einmal die Pickaxe, dann die Pickaxe und den Kleiter. Der Kleiter ist natürlich nice. Kleider ist richtig nice. An der Kleider, na, gut, die PKX natürlich auch, aber wenn ihr den anderen Skin schon habt, dann gut, dann habt ihr das ganze eh schon. Obwohl, ich weiß gar nicht. Ah, nee, ich glaube, bei dem hier ist das nicht wie bei dem anderen Frostlegenden-Paket, dass sich der Skin automatisch mit ändert. Da bin ich jetzt überfragt. Da müsste einer, wenn den Raven schon haben. Und müsste da mal bitte in die Kommentare reinschreiben, ob der sich ändert oder ob es zwei komplett unterschiedliche Skins sind. So, dann gucken wir direkt mal weiter, denn hier ist nämlich auch wieder was passiert. Luminos ist wieder da. Finde ich, ist optisch ein sehr schöner Skin. Ist natürlich, hat auch so diese leichte Eisoptik, aber natürlich voll auf Future ausgesetzt. Natürlich auch mit dem passenden Rückenaccessoire. Also, das ist wieder ein Skin für 1500 V-Bucks. Kann man sich definitiv gönnen. Also die Augen, gut, ist ein bisschen eulenartig, wenn man sich die Augen mal richtig anguckt, aber so an sich finde ich den Skin schon nice. So, dann haben wir noch die Astralaxt. Die ist auch recht schön, also aber für 1200 eine Pickaxe, da muss man sich halt echt überlegen, will man so viel Geld ausgeben oder nicht. So, dann haben wir noch Splitterbruch. Boah. Die Tarnung sieht. Oh, die Tarnung habe ich ja, glaube ich, irgendwie noch nie wahrgenommen. Die sieht natürlich richtig geil aus. Das schmeckt. Ja, doch, die Tarnung ist nice. Also, die Tarnung könnte man sich eigentlich gönnen. So, und dann haben wir natürlich noch den passenden Kleider. Gut, der Kleider an sich gefällt mir nicht. Also die ganzen Skins und Pickaxe und alles, das gefällt mir eigentlich recht gut, aber der Kleider, der gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Der sieht irgendwie seltsam aus. So, dann haben wir natürlich noch Traum, quasi die weibliche Variante. Ist nicht schlecht. Und dann, er kostet vor allen Dingen nur 1200. Also da muss man eigentlich muss man dazu greifen, wenn einem das Ganze sowieso gefällt. Weil günstiger kommst dann so ein Skin-Art nicht dran. Weil 1200, ich glaube kaum, dass es irgendeinen Skin gibt in die Richtung für 800 V-Bucks. Aber das ist nice. So. Dann haben wir des Weiteren dunkle Vorhut. Wieder ein Astronaut, wie damals im Battle Pass. Aber ich habe den Skin ja leider nicht mehr. Weil ich kann meine Accounts immer noch nicht zusammenfügen. Also Epic Games macht da auch keine Ausnahme, nix. Nein, du hast zwei Accounts, Pech gehabt, hättest du früher anfangen sollen. So, dann natürlich das Raumschiff. Da muss ich wieder sagen, das gefällt mir absolut nicht. Ich weiß nicht, das sieht so komisch aus, dieses Raumschiff.
Klar, es ist ein Raumschiff, aber ich weiß nicht, mir gefällt es überhaupt nicht. Dann haben wir dasselbe nochmal in Weiß. Anscheinend, das finde ich schon wieder Geldmacherei. Einmal in Weiß und einmal in Schwarz. Das muss echt nicht sein. Da kann man auch zwei Stile machen in einem. So, dann dunkle Vorhut, die weibliche Variante. Gut, aber macht jetzt auch nicht so viel Unterschied, finde ich. Ach, der ist weiblich. Lol. Ich dachte, das wäre einmal männlich, einmal weiblich. Aber es ist genau derselbe Skin. Guten Morgen. Ja, bin noch nicht ganz wach. Dann haben wir natürlich Flobber immer noch im Shop. Haben wir aber gestern schon drüber berichtet. Also, ja, der Skin ist okay, aber es ist halt wieder so ein typischer Geschmackssachen-Skin. Dem einen gefällt es, dem anderen absolut nicht. Also meiner ist es auch nicht. Dann natürlich die Pickaxe. Ja gut, in Kombination mit dem Skin, da ist es wieder okay. Also nicht, dass der Skin mir dann gefällt, aber wenn ihr mal die Kombi komplett macht, wären halt dann 2000 V-Bucks, dann hat das Ganze natürlich wieder ein bisschen einen anderen Effekt. So, dann haben wir ja schon drüber gesprochen. Die Frostpickaxen und die zwei, der Gleiter. Also hier, der Gleiter ist echt nice. Also den würde ich sogar spielen. Ich sage, ich bin halt echt im Liegen, mir das nachher noch zu holen. Aber gucken, ob es funktioniert, weil wie gesagt, gestern Abend hat es leider nicht funktioniert. So, dann haben wir Facette wieder im Shop. Der kleine Raumfahrer-Skin, Zukunftsskin, war ja auch schon öfters jetzt drin. Ist aber an sich ein schöner Skin, aber den hätten sie auch für 800 V-Bucks machen können. Weil so besonders ist er dann nämlich vom Aussehen her auch wieder nicht. Rückenaccessoire passt natürlich, aber passt wahrscheinlich, glaube ich, nur zu dem Skin. So, des Weiteren nochmal mehr Kommando mit drin. Halt einfach OG-Skin, Magentis, 800 V-Bucks. Da darf man dann natürlich auch nicht zu viel erwarten. So, dann haben wir noch eine schöne Tarnung, nämlich Luftblasen. Also okay. Aber da gefällt mir meine Giftig-Tarnung immer noch besser, obwohl die hier schon nah rankommt. Ist halt auch dieses Neongelbe fast mit drin. Ja, doch. Doch, die ist okay, die Tarnung. Aber halt 500 V-Bucks, keine 200, keine 300. So, was haben wir hier noch? Also, einmal oberpeinlich. Eieiei, so geht es mir oft genug. Oft genug könnte ich genau das. Ah, so, Mondhüpfer. Naja. Ah, naja. Ah, ja, wer 500 V-Bucks zu viel hat, kann hier gerne zuschlagen. Und dann haben wir noch Abfeier mit drin. Erstmal danke an den, der es mir gekauft hat. Mal gucken, ob es noch einer weiß. So, dann würde ich sagen, war es das schon mit dem Shop heute. Also heute gibt es so einiges drin. Und denkt dran, wenn ihr euch was kauft, gerne meinen Creator-Code benutzen. YT-FamilyHack. Wir gehen dann jetzt erstmal schnell rüber zu Rette die Welt. Denn es gibt heute definitiv wieder eine V-Bucks-Mission. Ich habe auch schon geguckt und zwar bei Level 58. Also erst so ab Level 40, glaube ich, kommt man da rein. Deshalb sage ich immer wieder, levelt eure Rette die Welt Accounts, solange der Battle Pass noch nicht draußen ist. Jetzt habt ihr quasi die Möglichkeit und die Zeit dafür, weil wenn der neue Battle Pass draußen ist, wissen wir alle, was wir machen. Genau, wir spielen natürlich den Battle Pass frei. So, gehen wir mal rein, wenn er mich reinlässt. Ladebildschirm, man kennt ihn. So, hier hat sich schon mal nichts geändert. Oh, schmeckt natürlich. 150 V-Bucks nehmen wir natürlich gerne mit. So, 58 habe ich gesagt. 58 ist in Brutal. Dann, jetzt müssen wir mal gucken. 52. Ja, du darfst die Map laden. Was macht er hier? Nein, nein, nein. Alles gut. 52, 58. Ich muss also hier irgendwo sein. Ah, hier hinten schon direkt. Sturm bekämpfen, 35 V-Bucks, überlebenden EP, Energiezelle und dann hat man auch schon alles. So, dann gucken wir gerade mal noch schnell in den Shop rein. Da haben wir einmal ein Upgrade-Lama und einmal das 7er-Lama. Ah.
Also ich würde es mir nicht holen. Ist auch keine legendäre Dings Überleben da drin. Also von daher, so im Shop hat sich auch nichts Neues getan. Und damit der Herr Schleuderaffe glücklich ist, meine zwei Upgrade-Lamas. Bitte. Ja. Ja. Oh wei. Schleuderaffe wird jetzt schon kotzen. Ich jetzt schon das zweite oder dritte, was ich habe, was sich so schön noch mal aufbaut. Schmeckt. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ach nee, nicht Auswahl. Noch mal Auswahl. Dankeschön. Und? Nein! Mythischen Überlebenden. Nice. Das ist richtig nice. So kann es gehen. Schöne Skizze. Und natürlich noch mythischen Überlebenden. Schmeckt. So, wir haben aber noch eins. Das war jetzt nicht schlecht mit dem mythischen. Also Grüße gehen raus, Schleuderaffe. So, damit würde ich mal sagen, war es das dann jetzt wirklich mit dem Shop-Video. Und in dem Sinne, haut rein, euch einen schönen Tag und vergesst nicht, ein Like da zu lassen. In dem Sinne, haut rein.